kümmerliche Vorstellung. Sag mal, willst du dieses Jahr im Urlaub wieder in die Berge fahren? Ja klar, will ich in die Berge. Muss das sein? Naja, wir könnten auch ins Wallis, wenn dir das lieber ist. Nein, das ist mir auch nicht lieber. Du denkst doch immer nur an deinen Spaß im Urlaub. Ja, du maulst immer nur rum, ohne klipp und klar zu sagen, was du willst. Als ob mir das irgendetwas bringen würde. Es muss doch eh immer alles nach deinem Kopf gehen. Immerzu musst du bestimmen. So ein Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Wenn ich einen Vorschlag mache, dann hast du doch 1000 Einwände. Wenn ich bloß daran denke, wie das war, als ich nach Sylt fahren wollte. Ich hatte mich so darauf gefreut. Aber du musstest ja deinen Willen durchsetzen. Das war doch was ganz anderes. Da ging's doch... Da ging es darum, dass einmal meine Wünsche berücksichtigt werden sollten. Nein, Mensch, genau darum ging's nicht. Ich hab dir das damals schon gesagt, aber du kannst ja nicht zuhören. Ich erklär's dir gern nochmal. Spar mir deine Erklärungen. Hör mir lieber mal zu. Nein, jetzt hör du mir mal zu. Dauernd fällst du mir ins Wort. Wer fällt wem dauernd ins Wort? Hey Mann, du hast mich geschlagen. Macht nix, er hat's verdient. Mann, was bist du denn für ein Freak? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten. Raus hier! Verdammt! Und halt dich in Zukunft von unseren Schafen fern. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was?